Hey, ich bin Simio und willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir mal eine andere Runde. Ihr seht schon, 4 Supporter und ein Hypercarry. Ja, wir haben Olaf ausgetestet, wir haben Master Yi ausgetestet. Das hat letzte Runde nicht so gut funktioniert. Und gehen jetzt mal eine Runde auf Olaf. Und ich bin gespannt. Ja, die Taktik ist auf jeden Fall, dass wir Schaden machen. Und 4 Leute uns einfach komplett supporten. Deswegen werde ich auch ein bisschen aggressives Olaf-Bild spielen. Mit vielleicht maximal einem Tank-Item. Und wir kriegen auf jeden Fall schon mal keinen Leash. Das ist nicht so schön. Ich werde vielleicht sogar auf Blade gehen. Oder wir gehen auf Triforce Derax und... Ja, wir gehen Triforce Derax oder so. Red Buff haben wir. Direkt ins nächste Camp. Ich hätte auch mit der S1 wahrscheinlich anfangen sollen. Zack, zack. Jetzt reicht direkt zum Blue Buff. Und wenn ich Blue Buff habe und dann Krabbe gehe, sollte das von der Zeit her passen. Krabbe sollte auf jeden Fall passen. Da gehen wir rüber. Hallo. Gönnen wir uns auch noch schnell. Da oben ist die... Lulu? Der Gegner hat einen Jungle Malphite tatsächlich, von daher. Bin ich gespannt. Zack. Da ist er down. Können wir schon ganken? Ich werde mal einfach reinrennen. Mal schauen, was passiert. Was sollen wir haben? Axt in den Rücken. Und da haben wir es. Da kommt die Katharina hoch. Die können wir auch noch töten. To be honest. Die können wir töten. Ich brauche nur ein Schild. Irgendein Schild. Genau so wollte ich das. Perfektes Schild. Vielen Dank. Oh, Jen hat gerade geschrieben in der Zeit, wo ich ein Schild gebraucht hätte. RIP. Aber trotzdem, vielen Dank. Wir haben es geschafft. Ich hole mir Phage und dann hole ich mir Stachel. Ich hätte mir auch Sheen auf jeden Fall kaufen können. Ja, aber ich denke, für einen Hypercarry würden die beiden Items erstmal besser sein. Ich böller den Nasus ja weg. Du machst den Nasus richtig weg, ja. So. Hier machen wir kurz die Crocs. Ist der Red Buff auch gleich wieder da? Da kommt ein Gank. Aber wir sind auch hier. Wir sind hier. Oder hätte gar nicht flashen müssen. Haben wir Lulu Ultimate? Nee. Jawollo! Oh no! Auf einmal kommen sie aus dem Büsch. RIP. Nicht so tragisch. Auf einmal kamen die Gute aus dem Gebüsch. Aber wir haben 4-1. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben unser erstes Item. Soll der überleben? Sehr, sehr gut. Jetzt halt die Frage, was kaufen wir? Sollen wir auf Damage gehen? Wirklich, sollen wir so mit sterblichen Mahnungen so spielen? Das Ding ist halt, Olaf macht auch so genug Schaden, gell? Was ich mir vorstellen könnte, dass Blade of the Ruined King noch gut funktioniert. Dass vielleicht ein Blade of the Ruined King kaufen. Und dann ein bisschen tanky bauen. Weil letztes Mal mit dem Master Yi hatten wir das Problem, dass wir halt so schnell gerippt sind, da können wir gar nichts mehr tun. Ja, wir waren sofort tot in einer Sekunde. Von daher gehen wir... Nee, ich gehe aufs Derax. Wisst ihr was? Wir machen so. Wir gehen in Blade of the Ruined King gehen. Und dann gehen wir aufs Derax. Safe. Drake ist ab. Oh mein Gott, die ist so tot. Der ist auch so RIP. Alle RIP. Sehr gut. Und damit sollen wir den Drake haben. Hallo Drake, bitte komm her. Jo. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Smite? Also der Smite war gar nicht vorhanden. Aber... Holy moly. Okay, wir gehen wieder farm. Farm. Gib mir den Farm.
Hallo Wölfe. Jo, ich werde jetzt... Wie viel Gold brauchen wir? Noch 1100 Gold. Oh, die Katharina kommt hochganken. Und jetzt die Crocs hier unten. Hallo Nasus. Nasus, ich will deine Nase haben. Komm her. Er denkt ja, der kann Olaf fighten, ne? Aber niemand kann Olaf fighten. Kapu. So, der ist er. Okay, ich renne jetzt hoch. Oh, bei uns sind ein paar Leute gerippt. Aber ich werde jetzt den Herald noch schnell holen. Ich hoffe nicht, dass der Jungle Malphite kommt und mich da abbricht. Sulu kommt her, perfekt. Sehr gut. Und wir haben unsere Klinge. Haben die Base. Oh, ich habe die Honeyfruit als Ding mit. Solltet ihr nicht machen. Macht, nimmt keine Honeyfruit mit als Summoner-Ding. Als Rune, als Jungler. Macht keinen Sinn. Nimmt die... Ihr wisst, was ihr mitnehmen sollt. Das da. Nimmt das mit als Jungler. So. Raptoren. Ich habe das Gefühl, da ist die Cutter. Ja. Ich habe das Gefühl, der Nasus ist Freeloot. Wir sollten öfter zum Nasus gehen. Pass auf, Lulu. Schönes. Schön gemacht. Nein. Ignite. Pop. Okay, den Turm haben wir. Den Harry nehme ich mal noch nicht. Das ist unser Turm. Und dann gehe ich mal invaden ins... Irgendwie. Ist denn der Malphite gerade nicht auffindbar? Da können wir auch mal einfach seinen ganzen Stuff hier nehmen. Und dann hole ich mir... Ja, das müssen wir holen. Wir holen jetzt auf jeden Fall hier die Speedschuhe. Und dann holen wir uns einen Lauftempo-Ding. Und dann kriegen wir alle Schilde. Und dann rennen wir einfach nur rein. Das ist der Plan. Das wird sehr gut. Bei mir nochmal hoch. Da muss der Malphite. Okay, let's go. Okay, ich brauche gar keinen Support. Ich mach das alles im Alleingang hier gerade. Der braucht dann schon Support. Komm her! Ohne Spaß, ich dive die jetzt einfach. Diese ganzen Schilde, Leute. Die können nichts machen. Okay, Harold kommt hier rein. Kebab. Sehr, sehr gut. Das ist so nice. Einfach vier Leute in der DD, die ich komplett beschützen. Ich meine, was sollen wir noch passieren? Was soll mir passieren? Alle Ward nehmen wir auch mit. Wisst ihr was? Ich gehe da rein. Supporter. Oh, mein Team muss... Das ist mein Problem, dass ich zu schnell reingehe und mein Team nicht hinterherkommt. Aber jetzt ist mein Team da und jetzt habe ich die Schilde. Oh, schöne Ultimate. Und dann sind die alle weg. Genauso muss das sein, Leute. Guck mal. Das ist das Einzige, was passieren kann, dass wenn ich reinrenne, ja, dass ich dann zu aggressiv reinrenne und sterbe, weil mein Team noch nicht hinterherkommt. Okay, wisst ihr was? Wir gehen mal auf... Ohne Spaß, sondern wirklich... Wir gehen auf Damage, ganz ehrlich. Obwohl, bringt Damage überhaupt was so Olaf? Ach, keine Ahnung. Sterax. Wir gehen auf Sterax. Sieht cool aus, wenn man groß wird. Hallo? Red Buff haben wir. Wir können eigentlich direkt den Baron machen. Ganz ehrlich, komm, wir machen den einfach.
Da kommen sie. Let's go. Rein da. Gib mir die Schilde. Sehr, sehr gut. Ist da der Melfer im Busch? Nee. Sehr, sehr gut. Und das sollte der Baron sein, Minute 10. Ohne Spaß, man rennt die Leute einfach nur runter. Echt. Jetzt wird sich ja nur noch smiten. Oh, mein Smite! ja, das habt ihr nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen. Das war, ich habe nicht auf 20 HP gesmited, keine Sorge. Habe ich nicht getan. Nee, nee. Okay, ich brauche kurz Mana. Ich muss den Mana-Buff hier machen. Ich hoffe, der ist da. Das schneiden wir raus, ja. Let's go. Wir haben Olaf im Busch. Kommst hier nicht weg. Sehr gut. Komm mit, meine Schilde. Guck mal, wir sind ja so ein Team von Schilden. Schaut. Ich habe einfach 4 Schilde hinter mir. Wollt ihr in die Base oder hier bleiben? Na gut, dann gehen wir mal in die Base, Leute. Geistessicht hole ich mir. Erhöht erhaltene Heilung. Definitiv. Dass wenn wir Heilung bekommen von unseren Leuten, die einfach noch viel, viel dicker ist. Wir wollen dickere Heilung. So, meine Schildmenschen. Da ist ein Stein, den wir ballern wollen. Da ultet er weg. Er hat gar keine Lust gehabt. Er hätte gar keine Lust. Einfach weggeultet. Hallo Nasus. Ah, ich geh rein. Let's go. Da ist doch der AD Carry. Lass mich rein. Okay, haben wir irgendjemanden getötet? Sie mussten alle rennen. Da sind sie alle in der Base. Sie haben keine Lust. Ja, wir müssen sie rauslocken. Der Drake ist auch gleich ab. Oh, Moment, was ist denn da für ein Teleport? Das war ein sehr interessanter Teleport vom Nasus. Sollte seinen Tod bedeuten. Sehr gut. Nice. Nice. Ich habe leider nichts, um ranzukommen. Doch, den habe ich noch. Komm, komm her. Komm her. Nein. Es wäre mein Penta gewesen. Schau mal, wie weit ich reingerannt bin. Und jetzt sind wir alle tot, weil wir da bis in die Base gerannt sind. Wir brauchen mehr Damage. Also ich habe jetzt schon gute Items, aber ich glaube, wir brauchen mehr Damage, Leute. Was hole ich mir noch? Tanz des Todes vielleicht. Das könnte gut funktionieren. Da kriegen wir weniger Damage. Und wir machen mehr Damage. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, let's go. Oh, warte mal, der Drake ist ab, gell? Vielleicht kriegen die Gegner den Drake. So. Ich bin noch nicht wieder da. Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich warte hier kurz drin für den Lulu. Lulu Oldi, Lulu Oldi. Let's go. Huch. Na gut. Machen wir das so. Sind hier die Gegner da? Leider haben die den Drake. Bekommen die Gegner. Hallo Nasus. Okay, der Hund wird jetzt gejagt. Komm her, Hundi. Und danach würde ich einen Baron machen, glaube ich. Da ist er weg. Ja, wir haben 19 Kills, Leute. Diesmal werde ich smiten. Ich verspreche es euch. Diesmal kriegen wir den. Einzig, was es klauen kann, wäre eine Jinx-Ultimate. Aber ich truste. Ich truste meine Smite-Skills. Ja, also besser kann man gar nicht smiten. Und jetzt gehe ich da rein. Wo ist hier die Lulu? Komm her. Komm her. Hallo? Oh oh. Schilde. Wo sind meine Schilde? Da sind meine Schildmenschen.
Einmal bitte, einmal voll machen. Oh. Guck mal, die Heilung, die ich bekomme. Holy, ich bin wieder voll. Ich bin einfach direkt wieder full life. Ah, ich tank das alles. Ich habe Schildmenschen. Das passt. Das ist nice. Das ist nice. Und das war das Game. Vielen Dank an die Schildmenschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.